Ich habe eine Idee, wie wir jetzt die Nacht miteinander gemeinsam verbringen können, hier auf der Herzinsel, die wir gleich erkunden werden, wenn es hell wird. Nee, wir werden jetzt mal ein paar von diesen geheimnisvollen Geschenken auspacken. Da hätte ich persönlich Bock drauf. Das ist so ein bisschen wie diese Mystery Box Videos, die es mal so wellenweise immer mal wieder auf YouTube gibt, wo ausrangierte Produkte von Amazon und Co. einfach in so eine Mystery-Boxen gepackt werden. Gab's schon länger nicht mehr. Kommt bestimmt bald wieder die Welle. Und daran erinnert mich das. Warum? Snowy Wonder Gift. Hä? Müssen wir jetzt die Box aus der Box auspacken? Oh, Double Skin Milk, decent flavor and it's filling. Was will es? Banana Pie. Oh, Essen ist Überleben, Leute. Wir haben Essen bekommen. Das war jetzt in dieser... Aber strange, warum ist denn eine Box in einer Box? Das ist nicht sehr umweltfreundlich, lieber Entwickler. Das ist nicht sehr umweltfreundlich. Aber ich glaube, wow, Banana Pie. Den gönnen wir uns. 50 Food. Geil. Und daran finde ich, also das finde ich ziemlich geil gemacht, weil daran siehst du nämlich auch, dass sich die Ingame-Käufe dann auch nochmal dahingehend lohnen, weil du bekommst immer irgendwas Überraschungsmäßiges und weißt jetzt nicht, ich kann aber bestimmt irgendwo lesen, was es gibt. So, pass auf, jetzt nochmal so eine, ja, es ist eine Box in der Box. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum ist eine Box in der Box? Und wir haben jetzt aber das gleiche bekommen. Pass auf, jetzt öffnen wir diese da. Genau diese. Blue Starry Sky Box. Und es ist jetzt wieder eine Box in einer... Hä? Pumpkin Porridge. Jetzt glaube ich nicht so meins, aber in der Not fressen wir alles. Und jetzt möchte ich, was möchte ich jetzt? Ich möchte diese da öffnen. Ist jetzt auch wahrscheinlich wieder eine Box in der Box. Warum packt ihr denn eine Box in eine Box? Gut, also da ist jede Menge Essen drin, aber Leute, es wird hell. Es wird einfach hell. Wow, guckt euch die Farben von diesen Bäumen an. Ja, pass auf, wir überbrücken einfach noch, indem wir jetzt hier noch eine Box öffnen. Gut, also es gibt Essen. Oh Leute, ist das beautiful! Ich würde sagen, herzlich willkommen auf der Herzinsel. Ich bin sehr gespannt, was wir alles finden werden. Oh, ist das hübsch. Oh, ist das hübsch. Es ist hier alles rosa. Ja, natürlich. Amore. Alles ist rosa. Ich möchte sehr gerne jetzt einen hiervon fällen. Können wir fällen? Wenn ich auf den richtigen Knopf drücke, geht das natürlich. Oh, Leute, wie dämlich kann man sein? Den Baum antippen? Ja, es ist ein Pfirsichbaum. Erinnert ihr euch nämlich noch an diese erste Ruine, die wir betreten haben? Da waren wir ja auch auf einem Pfirsichbaum. Und ich dachte, das wären sehr geheimnisvolle Bäume, die es nicht überall gibt. Aber gut, hier gibt es die ja sehr, sehr häufig. Ist es jetzt verständlich, was ich meine? Ich weiß es nicht. Also hier gibt es jede Menge Pfirsiche. Schweinchen, welches Level habt ihr denn? Trends, die uns gleich verfolgen. Irgendjemand hat hier ein Haus gebaut. Wir gucken gleich mal, wir gucken gleich mal. Geil. Und sich einen hübschen Baum reingeklöppelt. So ein bisschen farmingmäßig unterwegs. Ist natürlich auch geil, hier ein Haus hinzuklöppeln. Siehst du, wir könnten uns auch mal ein paar Tiere zu uns hinstellen, weil ich glaube, wenn wir die gefangen haben, ich kann mal gucken, ob ich die Kuh bei uns freilassen kann. Sieht aus, als hätte er hier Alufolie an den Scheiben. Wow, Bambus? Ich würde sagen, derjenige heißt Clemens. Herzliche Grüße, Clemens. Ein Hund! Ich will so sehr einen Hund haben. Ist der süß? Ich will auch einen Hund. Oh mein Gott, ist das süß.
Ja, Miss Unknown, wir brauchen einen Hund. Ja, wo ist das Dach? Naja, auf der Liebesinsel braucht man kein Dach. Warum reite ich eigentlich nicht? Ich kann mir jemand verraten, warum ich die ganze Zeit alles zu Fuß laufe? Also, ich glaube, naja, hier gibt es tatsächlich echt nicht viel auf der Insel. Ich hätte gedacht, hier gäbe es irgendwie noch besondere Dinge. Aber wir gucken mal jetzt, was wir hier noch finden. Noch ein Haus? Ja. Oh Gott, die sehen sehr vertrocknet aus. Also, es gibt 2, 3 Häuser. Und das war die Insel. Das war... Oh Gott. Ja, sie ist ja tatsächlich nicht so besonders. Ich überlege, wohin wir als nächstes gehen sollen. Fahren, schippern. Oder, was ist das denn? Usable? Ist es unser eigenes Haus? Ich glaube... Also, ich überlege, ob wir tatsächlich jetzt einfach nochmal zurück nach Hause gehen, ob ich eine kürzere Folge mache, ob ich das Ganze zusammenschneide, ob wir vielleicht jetzt ein Schwein fangen. Wollen wir ein Schwein? Lass mich in Ruhe, geh weg! Ah! Gisela, steig mal ab und spüre die Axt im Nacken! Spüre die Axt im Nacken! Ich würde tatsächlich jetzt vielleicht ein Schwein fangen. Irgendwas muss ich mit nach Hause bringen. So, mein Telefon wird gerade sehr, 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 sehr heiß. Ich weiß auch nicht, wie viel Speicher ich noch drauf habe. So, pass auf, pack es erstmal weg. Wir wollen das Schwein nicht umbringen, wir wollen eins fangen. Dann hätten wir zumindest ein Schwein mitgenommen. Oh, das müssen wir mitnehmen. Aber ich weiß nicht, so, it's hungry. Was will es denn? Ah, wir haben... Ah, scheiße, das haben wir nicht. Das will irgendwelche Weizengeschichten haben, glaube ich. Haben wir sowas im Gepäck? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schade. Ich hätte uns sonst jetzt ein Schwein gefangen. Das haben wir zu Hause. Okay, liebes Schwein. Gut, dann würde ich sagen, pass auf, dann reisen wir jetzt mal nach Hause. Habe ich das Boot mitgenommen? Habe ich das Boot mitgenommen? Ich glaube. Habe ich es eingesteckt? Ist jetzt zu spät. Gucken wir gleich mal, ob ich das Boot mitgenommen habe. Es wäre doof, wenn ich so... Miss Anna und wundert sich wahrscheinlich, warum ich hier so viel rumgeräumt habe. Ist das Boot hier? Gott, ich kriege einen Herzinfarkt, wenn das Boot jetzt weg ist, ne? Ich hab's doch mitgenommen. Da! Oh! Alter, ne? Das wär's ja jetzt gewesen, wenn ich das Boot... Na, wie soll ich sagen, ne? Wenn das Boot jetzt weg gewesen wäre. Ja, genau. Also, ich pack das Boot jetzt. Es ist besser, wenn ich's wegpacke. Wieder zurück in die Kiste. Vielen Dank für die Leihgabe. Ich werde es mir dezent wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal wieder ausleihen. Aber jetzt, was tue ich denn jetzt noch? Was tue ich jetzt noch? Ich würde sehr gerne hier irgendwie Sachen hinstellen. Aber, wir gucken jetzt mal, ob wir so einen Pflanzenkübel herstellen können. So, Facility closes Irma Building. Wo könnten Pflanzenkübel versteckt sein? Weil ich will wenigstens, also wenn schon die anderen Geschichten hier nicht klappen,
wenigstens irgendwie ein Blübchen hinterlassen. Kann ich bestimmt letztendlich auch noch nicht machen. Vielleicht ist es aber auch hier. So, hier ist das Essen. Genau, das ist dieses Färbegedöns. Sofa. Flowerbox. Also, wir brauchen Bretter. Wow, okay. Da brauchen wir echt einiges dazu. White Flower. Ich weiß gar nicht, ob ich die tatsächlich irgendwo schon mal gesehen habe. Aber wo stelle ich denn den Topf her? Ich bin schon wieder massiv verwirrt, siehst du, ne? Guck mal, wir können Eisensperr herstellen. Das machen wir. Special Workbench. Aber welche? Wo soll ich denn hingehen? Auf dem Amboss wahrscheinlich, ne? Haben wir sowas unten stehen? Ich glaube, unten habe ich sowas gesehen. Siehst du, es läuft mal wieder semi, ne? Es läuft semi. Kann ich mir eine Farbe aussuchen? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt unser erstes Schwert gemacht. Was werde ich denn rauspacken? Ich glaube, das werde ich rauspacken und... Das packen wir in die Shortcut-Bar. Das heißt, wir haben jetzt ein Schwert. Geil. Ja, das ist doch schon mal richtig cool. Ach, meine Lieben, es tut mir leid, dass es schon wieder so chaotisch geworden ist. Wir werden einfach mal ein bisschen noch hin und her räumen und Kram. Und was wollte ich sagen? Ich werde mir doch mal einen kleinen Plan machen, wie wir hier noch weiter vorgehen werden. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen am Haus herumbauen. Liebe Besatlo, du hast ja gesehen, was ich jetzt hier hinstellen wollte. Es hat nur leider in meinem spontanen Enthusiasmus mal wieder nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr da draußen hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich habe den Eindruck, es war vermutlich heute ein bisschen langweiliger. Aber ich habe, glaube ich, keinen Speicher mehr auf meinem Telefon und es ist jetzt 22 Uhr. Ich muss auf jeden Fall meine Decke malern. Seid bitte jetzt bitte nicht böse, aber nächste Woche habe ich Urlaub und da werde ich auf jeden Fall endlich wieder ein bisschen mehr Zeit haben zum Zocken. Ist momentan so ein bisschen stressig, aber ihr kennt sowas bestimmt auch. Ich hoffe, meine Lieben, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Folgen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie viele ich jetzt schaffe zu schneiden die Nacht. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir uns hier irgendwie auf diesem Kanal nochmal wiedersehen, hören, riechen, schmecken. Es ist spät. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty. Und ich muss mich jetzt irgendwie abkühlen, ne? Also, tschüss!